Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 8. So, ich denke, wir sind so ziemlich fertig hier. Es ist nichts mehr rot, alles ist blau, alles ist abgegrast. Das Dorf ist erkundet, wir haben die optionalen Schätze. Dann gehen wir jetzt zu Heisenberg und kommen jetzt an eine Stelle, da würde ich so gern mal mit einem Entwickler drüber reden, weil das kann irgendwie, also das ist sehr seltsam. Wir haben jetzt die vier Teile unserer Tochter hier eingepflanzt, ne, in dieses Podest und haben jetzt das Podest hochgenommen und gehen jetzt mit dem Podest zum Zeremonienplatz. Und jetzt überlegt mal, denkt mal mit. Und überlegt mal logisch, was jetzt gleich passiert und inwiefern das auch nur ansatzweise irgendwie Sinn macht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Der Zeremonienplatz. Die vier Gründer. Der Name, wie wir schon gelesen haben, in den vier großen Schätzen der Gründer, ne? Diese Pokale, diese Kelche, die habe ich jetzt alle verkauft. Wenn ich nicht so geldgierig wäre, sollte ich mir die mal aufheben, dann könnte ich immer wieder nachschauen, wie die gleich nochmal heißen. Googly, 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 Googly. Und die anderen. Okay. So, dann platzieren wir mal unsere Tochter. So, wir haben jetzt die vier Teile unserer Tochter eingesetzt und quasi das heilige Ritual gestartet, wenn man so will, ne? Das, was wir machen sollten, meinte der Duke, damit wir unsere Tochter wiederkriegen. Total crazy. Und jetzt? Was hat sich dadurch... Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Ja, es ist eine Brücke hochgefahren und jetzt kann ich zu Heisenbergs Fabrik gehen. Das ist das, was passiert. Und, jetzt kommt es noch besser, ich als Ethan Winters, der nur die Motivation hat, dass er seine Tochter rettet, lass jetzt das Podest mit meiner Tochter hier einfach stehen. Ich lasse das hier einfach stehen und komisch leuchten. Und gehe einfach zu Heisenberg. Und die Frage ist, warum? Warum gehe ich überhaupt zu Heisenberg? Ich habe meine Tochter hier. Ich möchte jetzt, dass sie... Wo ist der Duke? Der muss mir sagen, wie es jetzt hier weitergeht. Anstatt, dass ich jetzt zu Heisenberg rüberlatsche. Es gibt halt keine logische Motivation für unseren Charakter, dass der jetzt überhaupt in Heisenbergs Fabrik geht. Aber ja, the game must go on. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum sie das überhaupt wirklich... Weiß ich nicht. Sehr komisch. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Ich frage mich, was soll das werden? Ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich wirklich, warum die sich dazu entschieden haben, in der deutschen Synchro Miranda Miranda zu nennen. Weil die anderen Namen sprechen sie auch irgendwie. Ich meine, ja, nee, nee, keine Ahnung. Thank you.
Jetzt muss ich mal kurz gucken, nur weil es mich gerade interessiert, weil ich gerade nicht weiß, ob man da oben eigentlich durch die andere Tür gehen kann. Oder ist das die Tür, wo man am Schluss rauskommt? Ja. Ja. Okay. Was ist das? Mia? Wahrheit tut weh, ne? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Sackgasse! Scheiß drauf! Okay. Was war das für ein Ding? Weiß nicht, aber wir müssen aufpassen, dass hier nicht plötzlich Tentakel kommen, die uns runter ins Wasser ziehen. Ich kenne sowas hier. So in den Schacht flüchten. Im Müllschlucker landen. Gefährlich. Das ist jetzt der Bereich im Spiel, der sehr vielen Spielern oder einigen Spielern gar nicht gefallen hat. Viele von den schlechten oder mittelmäßigen Wertungen von dem Spiel beziehen sich explizit auf diese Passage. Und ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt, weil ich finde die Passage eigentlich ziemlich cool und auch ziemlich passend als im Grunde Finale des Ganzen. Im Grunde mal eine etwas andere Herangehensweise an das typische Resident Evil Labor, wenn man so will. Aber guckt es euch an und macht euch eure eigene Meinung, würde ich sagen.
Ich fand wirklich diesen Bereich einen eigentlich sogar ziemlich gelungenen Höhepunkt nochmal. Danach kommt nochmal eine Passage, da bin ich mit allen irgendwie, glaube ich, mir einig, dass das eine unnötige und langweilige und doofe Passage ist. Aber zu der kommen wir noch. Jetzt bringen wir erstmal Heisenberg hinter uns. Heilige Scheiße. Ich muss zurück nach oben. Hier fragt man sich wirklich, wo hat Heisenberg diese Millionen von Menschen her? Ich meine, wenn man hier lang genug steht, werden es wirklich Millionen. Oder fahren die den ganzen Tag im Kreis und es passiert eigentlich nichts mit ihnen? Na? Ja. Einer weniger. Ich verstehe nicht, warum Ethan Heisenbergs Angebot nicht annimmt. Soll er doch irgendwas labern, von wegen die Tochter als Waffe benutzen. Na und? Es ist doch gut, wenn sich die beiden gegenseitig umbringen wollen. Heisenberg will uns bestimmt in den Rücken fallen, aber das wissen wir und wir wollen ihm auch in den Rücken fallen. Insofern kann jeder jeden in den Rücken fallen oder so. Wir können das ausnutzen. Ethan hat keine Ahnung, was ihn erwartet, wenn wir uns Miranda treffen. Und auch diese Begründung von wegen Miranda will uns testen, ob wir Teil der Familie werden können, finde ich sehr fragwürdig. Weil wir bringen alle um. Wir haben alle ihre Kinder umgebracht. Und das ist okay, weil irgendwie sie uns als Ersatz dann kriegt oder so. Und wie hat das dann überhaupt funktioniert, dass sie überhaupt vier zusammengekriegt hat, wenn... Und wir... Es ist... Na, keine Ahnung. Wenn jeder immer alle töten soll. Hallo, Duke. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Wir haben, glaube ich, gar nichts, oder? Na, hier ein Schädelchen. Schwere Zeiten, Ethan. Ein Schädelchen. Die Pistole benutze ich, aber ich würde gern eigentlich hier... Sparen wir für zu hungern. Sparen wir. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Beim ersten Mal durchspielen ging es mir echt so, dass ich mich hier leider dann später im Spielverlauf ein bisschen verlaufen habe. Ich hoffe, diesmal kriege ich den Weg einigermaßen gut hin. Ich frage mich, wie lange die beiden schon vor der Tür stehen und warten, bis hier einer aufmacht. Und ich frage mich, was das für ein komischer Verschlussmechanismus ist, dass man Glühbirnen kaputt hauen muss, dass die Türen aufgehen. Nicht genügend Strom. Dann müssen wir wohl den Stromkreislauf herstellen. Das sind die Hauler. Da hat Heisenberg ein paar Leichen mit ein paar kleinen Implantaten im Gehirn umgebaut, um sie quasi zu einfachen Arbeitern zu machen. Die hauen irgendwie Erze aus dem Gestein und so Sachen. Na gut. Dann gehen wir mal hier lang. Bergbaudrohnen. Oh, da lebst du noch. Einmal Dietrich, bitte. Ich frage mich, ob man in dem Spiel wirklich mehr Dietriche findet, als man braucht. Oder ob ich vielleicht ein paar Dietrich-Schlösser übersehe. Weil bei jedem Playthrough bleiben mir zwei Dietriche übrig. Und ich frage mich, ob es irgendwo zwei ungeöffnete... Oh, das war das Seil hier. Okay. Na, nimm's. Das Gelbquarz.
Wen haben wir denn hier? Heisenbergs Monster. Wer hätte das gedacht? Mich überrascht nichts mehr. Das kristallene Herz. Nicht genug Strom drauf. Na dann, weiter geht's. So, jetzt haben wir eine Schablone bekommen. Die können wir jetzt hier einsetzen. Damit etwas für uns gegossen wird. Und überraschenderweise, obwohl der Prozess ein bisschen länger dauert, kommen hier tatsächlich keine Gegner, die einem währenddessen angreifen. Fast seltsam, oder? So, das Pferderelief. Danke. Können wir jetzt hier einsetzen? Bräuchten wir jetzt natürlich den Pferdeschlüssel, den haben wir nicht. Aber wir haben noch einen Dietrich. Drei Magnum-Munition-Schuss, das ist gut. Die lade ich gleich mal rein für später. Die werden noch nützlich, befürchte ich. Ja. So, hier muss man die ganzen Kolben kaputt schießen. Man muss nicht unbedingt, glaube ich sogar. Aber es ist, glaube ich, eine gute Idee. Weil sonst erschlagen einem die Kolben, wenn man hier vorbeigehen will. Ist ein bisschen komisch von Heisenberg konstruiert. Muss man schon sagen. Warum nicht mal das Scharfschützengewehr bemühen, oder? Das benutze ich so selten. Ah, ich weiß auch warum. Ich muss schon sagen, die Pistole ist mittlerweile sehr cool. Die gefällt mir. Guckt, so sieht das quasi ungefähr aus. Da kommt dann dieses Ding und zerschlägt ein. Und ich glaube, man könnte auch einfach durchlaufen. Ich habe es ehrlich gesagt nie versucht, weil, mein Gott. Auf bunte Lämpchen schießen macht doch immer Spaß. Ein Schießstand wie in Resident Evil 4, der fehlt mir. Warum betreibt denn der Duke eigentlich nicht seinen eigenen Schießstand, wo man kleine Sammelfiguren von den einzelnen Charakteren und Gegnern in dem Spiel sammeln kann? Das war schon cool. Ja, ich mag Resident Evil 8 wirklich gern, aber dass im Vorfeld von Peter Fabiano und Co. gesagt wurde, wir machen hier das beste Horrorspiel aller Zeiten, das, naja,
Das, naja. Das, glaube ich, haben sie nicht ganz geschafft. An Resident Evil 4 schon alleine kommt Resident Evil 8 definitiv nicht ran. Aber ich mag es wirklich sehr gerne. Dam, da, 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 da. Das ist ein Teil eines wertvollen Heisenberg-Schatzes. Ein Teil seines Hammers im Grunde. So, hier fehlt ein Zahnrad. Na dann, weiter geht's. Die Karte der Fabrik. Die Fabrik ist riesig. Die ist mit Abstand das größte Gebäude. Viel größer als Dimitrescus Schloss. Ich finde wirklich die Gewichtung leider nicht ganz gelungen. Ich mag die Passage, aber dass halt die anderen drei Passagen, vor allem Moreau und Beneviento, so super kurz sind. Im Gegensatz zu Heisenbergs Schloss, der glaube ich, der ist glaube ich, ich glaube wirklich, seine Passage ist vielleicht so lang wie Moreau und Beneviento miteinander und länger. So, mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.0, Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt, habe Herz entfernt und Cadeau eingepflanzt, Muskelstimulantien mit Elektroschocks erfolgreich, Hirn tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten, Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Was? Danach Stillstand. Mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.01, Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1, Kampf gegen Lykans, wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.1, habe Unterarme mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen? Fragezeichen. Mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.15, Kadau-Reaktor im Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2, Kampf gegen Lykans. Innerhalb 1 Minute 3 Lykans getötet. Gutes Ergebnis, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelte Funktionen einstellen. Unvermittelt die Funktion einstellen, quasi. So, die nächste Schablone für ein Zahnrad. Ach, dann können wir jetzt hier die Abkürzung zurücknehmen. Wird schon gut gehen, ne? Ah, es geht wirklich gut, wollte ich gerade sagen, aber nö. Ich finde die schon eigentlich ganz cool, die Soldat hier. Ich mag die als Gegner. Diese seltsamen Borg-Wesen. Ich finde die lustig. Ich glaube, ich heile mich mal schnell. Du, 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 du. Tada! So, aber jetzt muss ich zum Beispiel gucken, weil ich mir nicht mehr sicher bin, wo man das einsetzt. Schalter, Heisenbergs Schlüssel erforderlich, Generator. Ich glaube, da müssen wir zurück, genau. Na, komm.
Was haben wir getan? Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuscht. Sie hat mich, uns, zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe! Frei wie ein Vogel. Also brauche ich Macht. So viel, wie nötig ist, sie zu vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arschloch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie redet Heisenberg eigentlich mit uns? Warum hören wir den? Ist das da ein Lautsprecher? Oder ist es ein Lüftungsanlagending? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier nicht wirklich sichtbare Lautsprecher, dass wir ihn überall gleichmäßig gut hören könnten. Es klingt so, als hätten wir einen Stöpsel im Ohr, aber ich glaube, wir haben keinen Stöpsel im Ohr. Nicht, dass ich wüsste. So, komplett verlaufen. Ich gehe mal hier noch die Treppen irgendwo hoch oder so. Oder sind wir... Ja, genau, die Treppen hoch. Okay, dann passt schon. Ja, ich finde, das ist ein Labyrinth, dieser Stage hier. Ah, der hat mich wirklich jetzt erschrocken. Spiele ich das Spiel zum dritten Mal durch? Der erschreckt mich immer noch. Messerzeit. Schön langsam geben wir die Munition aus, aber ich bin mir sicher, wir können hier craften. Ich habe so viel Minen, benutzen wir mal eine. So, das war die Version 2 seines Soldaten. Mit 2 Bohrerarmen und dem Herz auf dem Rücken. Was sie im Grunde zu den Gegnern aus Resident Evil 4 macht. Mit dem großen Wolverine-Clown. Und dem Herz. Oder den Parasiten auf dem Rücken. Ist ja hier auch ein Parasit. Ich
Hier verdient man echt viel Geld auf diesem Stage. Der Duke wird sich freuen. Und wir uns auch. Am Schluss schon in der Festung und dann in Heisenbergs Fabrik kann man in dem Spiel richtig reich werden. Da bohrt er die Wand an. Ich finde dieser Raum hier, ne? Ich finde den sehr beklemmend und unangenehm, diesen Raum. Nicht schön hier. Und ich habe keine Ahnung, ich habe mich schon wieder voll verlaufen. Von da sind wir gekommen, oder? Ich glaube schon. Aber warte mal, da geht's einmal im Kreis. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ja, aber doch, von hier sind wir definitiv gekommen. Ah, aha. Okay. Ah! War's schon. Der hat übrigens, falls ihr es nicht gesehen habt, Kettensägenblätter als Rotorblätter. Weil, warum nicht? So, zweite Etage freigeschaltet. Jetzt können wir den Aufzug samt Duke hierher bestellen zu uns. Hallo. Willkommen. So, wir haben jetzt schon einige kleine Schätze hier, obwohl wir noch nicht lange hier sind. Ne? Das ist schon... Heisenbergs Fabrik ist schon der Hammer. Das heben wir uns auf. Das können wir noch sehr viel wertvoller machen. Das sollte reichen. Gleich mal 90.000. Einfach nur durch normale Gegner im Endeffekt. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Na gut, können wir ein Magnum-Upgrade machen. Oder... Sollte ich mich auf die Hand... Nee, ist schon okay. Moment bitte. Ich weiß nicht, ob wir hier unbedingt eine höhere Ladegeschwindigkeit und Feuerrate brauchen, aber schauen wir mal. Ich spare aber auf größere Magazine und Feuerkraft vor allem jetzt. Bis nicht. Nächstes Mal. Okay. Mach's gut, Duke. Der Duke, eine mysteriöse und coole Figur. Woher wissen wir eigentlich, wo wir hinwollen und so und überhaupt? Frage ich mich. Aber Ethan ist halt der Videospielprotagonist. Videospielprotagonisten wissen aus irgendeinem Grund immer, wo es lang geht. Auch wenn es keinen Grund dafür gibt, dass sie wissen, wo es lang geht. Ich meine, wir wollen wieder raus. Aber woher weiß Ethan, wo raus ist? Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich will nicht. Du und deine Familie sind mir sowas von egal.
Oh, keine Munition mehr. Munition wird wirklich knapp. Ich muss mich echt jetzt mal... Ich muss mal in unser Crafting-Menü schauen. Ein Dietrich. Ich muss mal gucken, ob es hier noch mehr Schätze gibt. Nee. Okay, dann weiter. Irgendwas leuchtet, einfach mal drauf schießen. Das schadet sicher nicht. Wir finden hier so viel Metallschrott in Heisenbergs Fabrik, dass es echt irre ist. Von da oben fällt so viel Schrott runter, dass ich Angst hätte. Aber ich bin ja auch nicht Ethan. Noch mehr? Daneben. Ein Schuss habe ich noch. Komm. Yeah. Naja, den haben wir es gezeigt. Ich finde die sehr lustig und sehr cool irgendwie. Die Gegner, das Design und so. Es gefällt mir. Okay, machen wir ganz viel Schrotflintenmunition. So viel wie möglich. Das war's schon. Gewehrmunition könnte ich auch machen. Verzeihung, ich mache ein bisschen Gewehrmunition. Warum nicht? Das ist ziemlich mächtig. Dadurch, dass man keine Munition für das Ding finden kann, benutze ich das so selten. Aber eigentlich, ne, ab und zu mal so Munition herstellen, macht schon auch Sinn. Oder auch beim Duke kaufen, aber da will ich das Geld lieber in meine Waffen stecken. Ich bin ja mit dem Spiel noch lange nicht fertig. Wer weiß, wie viele Playthroughs ich noch brauche, bis ich endlich mal meine ganzen Waffen auf Maximum upgegradet habe. Das hat schon deutlichen, allein dadurch deutlich erhöhten Wiederspielwert im Vergleich zum siebten Teil. Hat der auch beim vierten Teil für mich eben super funktioniert. Den habe ich ja auch quasi 100-mal durchgespielt. Jetzt habe ich leider eins übersehen. Da müssen wir vielleicht, wenn wir Pech haben, nochmal runter sogar. Schauen wir mal, ob das Spiel gnädig ist. Ah ja, danke. Nettes Spiel. Fragt sich, was das eigentlich ist.
Ein Schredder. Ich glaube, ich verstehe schon, oder? Kann es das sein, dass da oben dann der Müll ankommt und der wird dann hier zerhäckselt und darunter gespült? Damit Heisenberg für seine Magnetokräfte Kleinteile hat. So sieht's wahrscheinlich aus. Dann wundert es mich zwar, warum es hier so sauber ist, aber ist ja gut, okay. Verbesserung. Modell Soldat Chat. Habe ein Chatpack und Kopfstabilisator an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeit. Langstreckenflüge nicht möglich. Aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung. Modell Soldat Panzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er reguläre Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen starke Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Uh-oh, Foreshadowing. Weiß ich gar nicht, müssen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen hoch, ne? Dann gehe ich erstmal da rein. Ich glaube, da kriegen wir die Kugel fürs Heisenberg-Kugelspiel. Das übrigens echt schwer ist, meine Güte. Aber ja, da kommen wir eh noch früh genug hin. Ich glaube, bei Resident Evil, ich habe das eh schon öfter gesagt, gehen halt einfach mittlerweile die Erwartungen einfach extrem weit auseinander, weil Resident Evil einfach so eine langjährige Reihe ist, die so viele Aspekte des Horrors und so und auch der Action in gewisser Weise, in gewissem Maße abgedeckt hat, dass jeder einfach mit Resident Evil was anderes verbindet und andere Erwartungen hat. Und wenn ich ein Spiel wie Resident Evil 8 sehe, das deutlich an Resident Evil 4 angelehnt ist, dann erwarte ich, dass am Schluss ein durchgedrehter, over-the-top-Action-Militär-Part kommt. Und den haben wir hier. Und damit habe ich gerechnet, das habe ich erwartet, ich habe mich darauf gefreut. Deswegen mag ich den Bereich auch. Und ich glaube, viele wollten halt eher ein Horrorspiel wie Resident Evil 7. Shit, das war knapp. Und das ist Resident Evil 8 halt nicht. Der Schuss war wahrscheinlich mehr wert als dieses Quarz, das ich dafür bekommen habe, aber so ist das manchmal. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Wo ist jetzt dieser Ventilator hin, der da gerade runtergefallen ist? Ich sehe ihn nämlich nirgends. Ich wollte mal gucken, ob der irgendwo ist. Aber der verschwindet scheinbar einfach. Naja, okay. So ist das eben. Okay, das hätten wir. Finde ich auch irgendwie eine schöne Stelle. Ich mag das alles. Die haben sich hier viel einfallen lassen. Viele nette Kleinigkeiten. Riesengrinder. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Riesenventilatoren. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Und mehr. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du bist Rose?
Versuch's doch. Es geht noch weiter. Ich glaube, hier hat Ethan gerade vielen Spielern aus der Seele gesprochen. Mir, wie gesagt, nicht. Ich mag den Part, aber vielen. So, Dala, jetzt müssen wir wieder zurück zur Gießhalle, bevor wir... Das ist jetzt, ne, ich finde Resident Evil 8, so wie viele Resident Evil Spiele, machen Backtracking in der Regel sehr gut. Dass man immer wieder ins Dorf kommt und das Dorf durchsuchen muss und so weiter, finde ich super, wirklich richtig gut gemacht. Aber hier an der einen Stelle, da fühlt sich's für mich irgendwie unnatürlich und unnötig an. Weil hier jetzt die Tür verschlossen ist, jetzt müssen wir zurück in den zweiten Stock, glaube ich, hoffe ich. Wo wir dann quasi den Schlüssel gießen und dann müssen wir uns wieder durchkämpfen und dann müssen wir wieder hier nach oben. Und das, finde ich, eben hätte es nicht gebraucht. Ich bin mir gar nicht genau sicher, was ich hier jetzt gerade mache, aber ich mache es mal. Auf Schatzsuche und so. Man kennt das. Okay, ein bisschen Quarz, warum nicht? Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder hier. Ja, okay. Das ist ein seltsamer kleiner Schatzrundlauf. Bisschen Schrotflintenmunition, ein bisschen Quarz. Und dann sind wir wieder hier oben beim Duke. Schon komisch, ne? Aber ja, okay. Finde ich gut. Warum nicht? Okay, Duke. Ah, ja, ja. Ich habe Kristallfragmente, große Kristalle, einen Wüwelüwe, Gelbquarz. Das Ding sieht zweimal. Das heben wir uns noch auf. Das sollte reichen. Das sollte vielleicht wirklich reichen für ein weiteres Upgrade. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Ach, wisst ihr was? Schrauben wir die Feuerrate auch hoch. Jetzt haben wir dann nämlich schon 22 Schuss drin. Das ist nicht schlecht. Damit kann man was anfangen. 22 Schuss Magnum werden wir hier vielleicht auch noch brauchen. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher. Ich glaube, wir fahren am besten in den ersten Stock, oder? Und gehen dann da lang. Ich glaube schon. Hier ist genau der Punkt, in dem ich mich verlaufen habe und immer wieder verlaufe, befürchte ich. Ist das ein Cadeau? Nee, das sind irgendwelche komischen Wubbel. Oh, irgendwie spinnt das Scharfschützen. Ah, ich darf den Duke nicht anvisieren. Das sieht komisch aus, ne? Naja, Duke, ich gehe dann mal da lang. Oh, der Strom ist aus. Jetzt wird's aber gruselig hier. So, wo muss ich jetzt lang? Es ist wirklich, ich find's sehr unübersichtlich hier alles. Ich bin jetzt hier. Wenn ich jetzt geradeaus über die Brücke gehe, dann komme ich wieder zum Duke zurück. Hä? Nee, das kann ja nicht stimmen. Doch, das kann schon stimmen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier die Treppe runtergehe, dann... Ja, genau, okay. Dann kommen wir in die Gießerei. In die Weihnachtsgießerei. Glaube ich.
Okay. War hier nicht irgendwo auch noch eine Tür? Ein Schalter, genau, für eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben bis jetzt. Aber jetzt gießen wir uns erstmal den Schlüssel. Einmal Schlüssel gießen, bitte. Dankeschön. Und die Kugel gießen wir uns auch gleich. Wenn Heisenberg besser auf sein Zeug aufpassen würde, müsste er nicht überall seine Gießschablonen liegen lassen. Ah, das kann man sich sogar genauer anschauen. Jo. Okay, jetzt gehe ich noch mal kurz da lang. Weil jetzt können wir hier, glaube ich, die Tür öffnen. Ich weiß gar nicht, ob das optional ist oder nicht, aber schauen wir mal rein. So, wer von euch wacht jetzt dann auf? Ich bin mir nicht sicher. Ah, keiner, genau. Fand ich ganz nett an der Stelle nämlich. Ich erinnere mich. Was war denn das bitte? Meine Güte. Der lässt sich von mir einfach nicht staggern. Protokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Objekt ist Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Man muss es klappen. Ja. Ja! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran! Protokoll Ende. Fehlt eigentlich nur noch, dass er ruft, es lebt! Es lebt! Sodala angeblich, da schauen wir mal ganz kurz. Habe ich hier was liegen lassen? Ah ja, na guck. So, dann gehen wir jetzt den Weg, den wir eigentlich gehen müssen. Nämlich hier gegenüber hoch nochmal. Oder müssen wir da? Ich bin mir auch nicht sicher, aber auf jeden Fall ist hier noch eine Pferdeschlüsseltür. Ich weiß auch nicht bei dir, ob die optional ist oder nicht. Ich kenne mich hier einfach immer nicht aus. Alles ein Riesenlabyrinth, aber wir gehen jetzt da rein. Lass mich mal schnell schauen, ob wir noch ein bisschen Munition für die Pumpgun craften können. Aber nicht sehr viel. Fürs Gewehr. Huiuiui. Huiuiui. Ganz schön viel Sprengstoff können wir auf jeden Fall craften. Craften. Wäre es eigentlich schon sehr gut, ne? Vielleicht sollte ich da mal mehr craften davon. Mehr Munition. Tada! Mechanisches Teil. Jetzt passt auf, jetzt können wir hier bei den Schätzen die beiden kombinieren.
und kriegen Heisenbergs Hammer. Das ist doch cool. Okay. Ein riesiger Hammer aus tonnenschweren Maschinenteilen. Sehr wertvoll. Moment, wenn die Tonnen schwer sind. Ich meine, ne? Heisenberg hat ja super Magnetokräfte. Der bewegt seinen Hammer im Grunde dadurch. Aber was machen wir? Wie tragen wir denn jetzt durch die Gegend? Wie stark ist Ethan eigentlich? Okay, dann können wir jetzt, glaube ich, wieder zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, das passt schon so. Oh, Panzerzeit. Ich hab da schon was für dich vorbereitet, Panzer. Manchmal ist ein Bohrer am Arm einfach nicht genug. Dann müssen es mehr Bohrer sein. Yeah, perfektes kristallenes Herz. Ah, Quatsch. Da lang. Ah. Ein Labyrinth. Die sind schon ziemlich tough, die Gegner. Aber mit ein bisschen Sprengstoff, ein bisschen sehr viel Sprengstoff, finde ich. Aber immerhin kann man die relativ leicht besiegen. Okay, dann gehen wir jetzt noch Kugelspielen. Ah, das kann jetzt frustrierend werden. Ich wusste bis zu diesem Rätsel bei meinem ersten Playthrough nicht mal, dass man scheitern kann, weil ich alle auf Anhieb immer geschafft habe und habe nie drüber nachgedacht. Und hier habe ich gelernt, dass man scheitern kann, und zwar auf die ganz, ganz harte Tour. Ich habe hier ewig gebraucht, um das zu schaffen. Ich kann jetzt theoretisch schon so ein bisschen die Tricks, die man hier drauf haben muss, aber es ist trotzdem super schwer, finde ich. Aber vielleicht auch nur... Ja, komm. Na gut. Okay, dann warten wir noch einen Zyklus. Vielleicht auch nur, weil ich traumatisiert bin. Leicht. Okay, jetzt. Okay. Das ist schon mal gut jetzt, bis jetzt. Aber nicht übermütig werden. Ah, das ist so gemein. Oh Gott. Das ist so gemein. Ich glaube, wir haben es... Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Aufs erste Mal. Yes! Puh, das war cool. Das ist so ziemlich die schwerste Stelle im ganzen Spiel. Wenn man das geschafft hat. Soll ich etwas für dich auswählen? Hab man es quasi durchgespielt. Yay. Aha. Aha, indeed. Okay, ordentliche Power. Und den Rest sparen wir. Außer vielleicht... Den Revolver würde ich ja schon auch gern hochladen. Schade, dass man bei dem die Magazingröße nicht erhöhen kann, ne?
Das Gewehr, guck mal, das ist schon krass. Das Gewehr ist jetzt schon ziemlich gut und hat die minimale Feuerkraft. Also das hochzuladen ist schon auch nicht uninteressant. Hals- und Beinbruch. Ja gut, Leute, dann machen wir jetzt aber mit der Folge Schluss. Und morgen, jetzt fahren wir noch schnell in den dritten Stock, oder nicht morgen, aber beim nächsten Mal, kommt dann der Crazy Part. Dann, jetzt beginnt ein neues Spiel. Es dreht so richtig durch. Könnte auch sein, dass die nächste die letzte Folge ist von Resident Evil 8. Schauen wir mal. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal spielen wir das Spiel eventuell sogar durch. Ich kann es schlecht einschätzen jetzt gerade. Aber auf jeden Fall geht es Richtung Finale. Und dann können wir noch sehr viel über Lore-Sachen reden, über die ich jetzt nicht reden wollte bis jetzt, weil die noch ein bisschen spoilig waren. So, also bis dann. Ciao.